Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und deswegen werden wir heute mal zusammen die größte Spielzeugfabrik der ganzen Welt bauen. Hier am Nordpol. Warte mal, wie Weihnachten ist vorbei? Nein, das kann nicht sein. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen spät dran damit. Aber Freunde, für mich ist jeden Tag Weihnachten. Ist mir egal, was ihr sagt, ey. Und wir stehen hier vor unserer eigenen Spielzeugfabrik oder vorm Eingang von unserer Spielzeugfabrik. Und wir sind hier am Nordpol, da wo der Weihnachtsmann einfach wohnt. Oder vielleicht bin ja auch ich der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Na, okay, ich bin nicht der Weihnachtsmann. Aber wir müssen heute die größte Spielzeugfabrik bauen, damit natürlich alle Geschenke pünktlich zu Weihnachten ankommen für die Kinder. Und ich würde sagen, wir reden nicht so lange drum herum, sondern fangen sofort an. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir befinden uns hier gerade am Nordpol. Oh yeah, das ist Englisch, Freunde. Ich kann Englisch. Und das sind sogar hier die Polarlichter. Das sieht mega krass aus. Und das ist der Eingang zu unserer Spielzeugfabrik. Wir snacken auf jeden Fall, katschigen uns das ganze Geld. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an mit dem Nordpol-Tycoon. Und was geht denn hier ab? Hier ist auf jeden Fall der Eingang zu unserer Spielzeugfabrik. Und wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall hier alles frei. Wir haben so eine Bank und sowas hier. Was ist hier? Oh, so solche Bäume. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Auf der Seite natürlich auch solche Bäume. Und ich glaube, Freunde, oder ich weiß, dass dieser Tycoon auf jeden Fall ein XXL-Tycoon wird. Wenn wir was anfangen, dann machen wir es auch richtig. Das bedeutet, das Ganze wird jetzt auf jeden Fall hier mega lang, glaube ich, dauern, bis wir hier den ganzen Nordpol, ich meine, den ganzen Platz haben wir. Und hier soll auf jeden Fall die ganze Spielzeugfabrik und sowas hinkommen. Ja, ich glaube, wir sind noch am Anfang, vom Anfang, vom Anfang. Und hier ist, glaube ich, schon mal das erste Gebäude. Ja, was könnte das denn sein, das Gebäude? Und, ah, warte mal, Elfen oder so? Ein Gebäude für die Elfen vom Weihnachtsmann und irgendwie sowas. Zack. Und, yo, was geht denn ab? Schönen guten Tag. Mein Name ist Sandix und ich begrüße... Ja, okay, geht an mir vorbei, alles gut. Ich meine, ihr müsst ja auch nicht Bescheid wissen, was abgeht. Und vor allem, wo kommen die? Ha, die fallen hier einfach in der Luft einfach hier. Was geht da? Und das sind hier die Elfen vom Weihnachtsmann. Und die kümmern sich um alles. Oh mein Gott, in den Geschenken sind einfach Münzen drin. Was geht denn da? So, gib mir mal die ganzen Münzen. Weil wir brauchen natürlich hier die ganzen Münzen, um hier diesen Nordpol-Tycoon zu bauen. Und das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Warte mal, können wir jetzt in dieses Elfenhaus reingehen hier? Und, ah, wir können uns hier die nächsten Sachen freischalten. Hier so die ganzen Möbel und sowas. Und hier werden die Elfen dann hier schön arbeiten. Hier ist so ein Kamin, so ein kleines Lagerfeuer. Let's go. Dann gehen wir hier in die zweite Etage. Kaufen natürlich Betten, weil wir müssen natürlich auch pennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und moin, moin, Elfen. Was geht ab bei dir? Und so sieht jetzt auf jeden Fall hier das Elfenhaus aus. Was geht denn da ab? Wir schauen mal, wo ist auf jeden Fall hier das nächste, was wir hier bauen können. So, das Elfenhaus ist schon damit fertig. Und als nächstes geht der Weg auf jeden Fall jetzt hier weiter mit den ganzen Bäumen und noch vieles, vieles mehr. Oh, wir haben kein Geld. Das bedeutet, ey, lass mich einmal durch. Jo, wie viele sind das? Junge, Junge, so viele Elfen. Mein Nordpol ist noch nicht so groß, ey. Entspannt euch mal ein bisschen. Jetzt nicht, dass hier alle, jetzt nicht, dass hier so 100.000 Elfen kommen. Und ich bin hier noch am Anfang vom Anfang. Naja, ich würde sagen, wir kaufen uns trotzdem hier alles frei. Und das nächste Haus hier im Nordpol-Tycoon. Was wird das hier sein? Und ich glaube, das Haus ist schon fertig. Genau, ich glaube, hier können wir nicht reingehen. Dann holen wir uns hier. Ist noch ein weiterer Weg, Junge. Das wird ja riesengroß hier. Ich meine, guckt euch das Ganze, Mann. Alles muss anscheinend hier bedeckt werden. Oh, oh, wir haben wieder kein Geld. Und guck mal, Freunde, wir haben sogar ein Snowboard hier. Let's go. Ha, was geht denn da? Und damit sind wir auf jeden Fall hier schneller unterwegs. Guckt euch das Ganze, Mann. Niu, aus dem Weg, meine Elfenfreunde. Was geht ab? Oh mein Gott, ich habe die Tür aufgemacht. Okay, das ist ein bisschen schwer zu kontrollieren. Okay, let's go. Wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall weiter. Natürlich immer hier schön die Geschenke snackt. Da sind natürlich immer Münzen drin. Hier geht auf jeden Fall der Weg weiter im Nordpol-Tycoon. Junge, die Sachen sind mittlerweile richtig teuer. Natürlich hier die ganzen Bäume hier. Oh, warte mal, was war das? So Stühle und sowas. Ah, okay, hier chillen so die Elfen. Und wir snacken wieder 3000 Dollar hier. Let's go. Und yo, es fängt richtig an zu regnen oder zu schneien hier am Nordpol. Leute, Rückzug, geht alle in die Häuser. Ich kümmere mich auf jeden Fall hier um den Nordpol. Yo, hier ist sogar ein Schneemann. Den habe ich gar nicht gesehen, ey. Was geht denn da? So, dann geht es auf jeden Fall hier mit unserem Snowboard hier weiter. Und dann bauen wir natürlich hier, oh, alles hier entspannt. Das wird, oh, ich glaube, das wird so ein gemütliches Haus oder sowas. Genau, hier essen so die ganzen Elfen. Die haben hier so leckeren Kakao und sowas. Ja, ja, ja. Leute, bin ich auch eingeladen zu eurer Elfenparty oder feiert ihr nur unter Elfen oder sowas? So, da würde ich sagen, hier vorne, jo, das ist sogar ein großes Haus, muss ich sagen. Mit den ganzen Fenstern. Natürlich hier so eine schöne Weihnachtsbeleuchtung. Und dann sind wir auch mit dem Haus fertig. 450 Dollar brauchen wir fürs nächste. Können wir uns hier was kaufen? Ah, hier können wir uns auf jeden Fall noch
noch was kaufen. Hier so, so ein paar Kisten und sowas. Da ist noch ein Geschenk, so das Snack mir auch. Und was wird drin sein? Ach, 15 Münzen, ey. Die Geschenke, die sind echt nicht so gut. Und warte mal, was ist das denn da hinten? Hä? Spawnt auch Geld oder wie? Einmal drehen hier und let's go. Mit unserem Snowboard. Und schaut euch das Ganze an. Ach, hier ist auch Geld. 6000 Dollar haben wir hier. Let's go. Hey, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, perfekt, ey. Das ist ja richtig viel. Damit können wir auf jeden Fall hier schon mal einiges mehr kaufen. Hier im Nordpol-Tycoon. So, zack. Wir steigen aus. Und jetzt können wir uns das Ganze hier natürlich hier leisten. Boom. Hier den Eingang zu der richtigen Nordpol-Stadt. Ich glaube, weil das ist hier so die Vorstadt oder irgendwie sowas. Wo die ganzen Elfen so chillen. So, was kommt hier hin? Genau, so ein paar Blumen. Noch so ein paar Frostblumen. Zack. Gib mir die ganzen Münzen. Oh, da waren aber jetzt mehr Münzen drin in den Geschenken. Dann kaufen wir uns hier noch so Bäume und sowas. Und so langsam. Ja, okay. Es ist immer noch ganz klein. Wir sind immer noch am Anfang. Yo, XXL Schneekugeln. Aber so langsam sieht das Ganze doch auf jeden Fall mehr aus, wie hier die Stadt am Nordpol, wo der Weihnachtsmann auf jeden Fall wohnt. Junge, wie teuer ist das mittlerweile? Hier sind, yo, die ganzen, hier ist so Dino. Moin, moin, Mr. Dino. Hier sind die ganzen Spielzeuge, so Regenbogen oder sowas, so Enten und sowas. Yo, und hier ist sogar der Weihnachtsmann. Und hier haben wir sogar, Teddybären. Hier sind anscheinend die ganzen Spielzeuge und sowas, ich verstehe schon. Dann schaut mir hier noch so ein bisschen weiter. Let's go, hier ist die Kasse. Und da sind wir auch hier mit diesem Laden. Ah, das ist der Spielzeugladen. Genau, hiermit auf jeden Fall fertig. Yo, hier ist einfach ein Geschenk vor mir gespawnt. Und danach geht es auf jeden Fall hier weiter mit dem Gehweg. Und ich bin mal gespannt, wie viele Gebäude vor allem wir bauen werden. So, dann bauen wir hier so den Weg weiter. Perfekt. Ich meine, wir haben jetzt bis jetzt diesen Spielzeugladen und so die Elfenfabrik und so ein Haus, wo auf jeden Fall die Elfen ein bisschen chillen können. Und oh, ich glaube, das wird auf jeden Fall das nächste Gebäude. 1200 Münzen, okay. So langsam wird es echt teuer. Ich würde sagen, ab geht's auf mein Snowboard. Ha, auf mein magisches Snowboard. Und wir müssen auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld abholen. 7000 Münzen. So, gib mir mal alles her. Und damit fangen wir mal an, unser, wow, neues Weihnachtshaus hier zu kaufen. Was gibt es hier alles? So die ganzen Wände und so ein schöner Kamin. Oh, heiß, heiß, heiß. Am besten nicht im Kamin stehen. Und, yo, was macht der denn hier, die Elfe? Guck mal, wie glücklich die sind. Auf ihre Arbeit, ey. Die haben auf jeden Fall mega Bock. Dann kommt hier natürlich sowas hin. Was macht der hier? Der macht hier so Schwerter oder wird das eine Schmiede oder irgendwie sowas? Nein, ich würde sagen, wir kaufen schon mal das nächste. Genau, hier sind so Fässer und sowas. Alles besteht hier aus Holz. Let's go. Und hier noch was. Und, yo, das ist so ein Schaukelstuhl, auch alles aus Holz. Ich glaube, hier werden so die ganzen Holzgegenstände oder diese Holzspielzeuge genau hergestellt. Hier auch alles aus Holz, 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 noch mehr Holz. So, let's go. Wo gibt es das nächste, was wir hier kaufen können? Ich glaube, das ist wieder draußen. Ah, da oben, stimmt. Dann geht es hier weiter in die zweite Etage. Let's go. Hier unten gibt es noch was zu kaufen. 1700 kostet das Ganze. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld auf jeden Fall eingesammelt. So, hier ist die Tür. Schönen guten Tag. Tschüss, moin. Tschüss, moin. Let's go. Und wir kaufen uns hier weiter. So, hier natürlich hier. Bisschen natürlich nicht nur Häuser kaufen, sondern auch ein bisschen was für die Natur und sowas. So einen schönen Baum und sowas natürlich. Darf auch nicht fehlen, dass das Ganze schön aussieht. Und hier geht der Weg auf jeden Fall weiter. Ah, was wird hier sein? So, aber ich würde sagen, wir kaufen es erstmal natürlich hier alles. Zack, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dann gehen wir mal hier den Weg entlang. Und ich bin mal gespannt, Freunde. 1400 Dollar. Junge, einfach um Bäume anzupflanzen. Wie teuer das mittlerweile ist. So, diese Eisblume, die Eiskristalle. Und es geht sogar nach links. Hä? Yeah. Warte mal, was wird uns hier erwarten? Oh, da ist eine Höhle oder irgendwie sowas. Seht ihr das? Oh mein Gott, jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns da drin erwarten wird. So, oh, ein Baum. Okay, let's go. Bäume haben wir aber genug. Jo, was ist das denn? Ein riesengroßes Haus haben wir gekauft. Klopf, klopf, hallo? Können wir rein? Anscheinend, jo, nicht. Ich habe die Laterne voll umgestoßen. Und okay, wir haben nicht genug Geld. Und was wird wohl in dieser Höhle sein? Katsching, natürlich wieder. Oh, 23.000 Euro geholt. Okay, das ist sehr, sehr gut. Und dann gehen wir natürlich noch wieder zum anderen mit unserem Snowboard. Okay, damit sind wir echt viel, viel schneller, weil sonst müssen wir durch unseren ganzen Nordpol-Tycoon durchgehen. Und hier haben wir auch nochmal 2000. Ja, okay. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr. So, aber immerhin, das snackt mir auf jeden Fall auch mit. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was jetzt hier in dieser Höhle abgeht. New in Vollspeed. Ab geht es hier durch. Und, oh, warte mal, hier ist noch ein Plättchen. Ey, das haben wir fast vergessen. Was ist das denn hier? Und, yeah, let's go. Okay, damit können wir uns hier den Weg hier freischalten. So, natürlich hier die ganzen Bäume und sowas. Und wir haben wieder so viel ausgegeben. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall reichen. So, was kommt jetzt hier? Und, oh, okay, so ein Gerüst, so ein paar Bänke. Aha. Ich habe immer noch keinen Plan, was hier abgeht. Ich weiß immer noch nicht, was hier abgeht. Oh, da ist das ein Elf. Und, jo, Alter, ich dachte, da wäre Feuer gespawnt oder sowas. Hier sind so ein paar Kamine. Und, oh, warte mal, hier sind Schienen. Und wird das etwa, jo, ein Minecart oder was? Was ist das denn? Hey, bleib stehen. Ich will einsteigen. Kann ich da einsteigen? Und, oh, ich muss einsteigen, Freunde. Und let's go. Wir sitzen jetzt hier drin. Düdüd. Nächster Halt. Wohin fährt das Ding? Oh Gott. Was geht denn ab? Let's go, Freunde. Ab geht es jetzt hier. Junge, wir haben einfach eine eigene Lokomotive hier in unserem Nordpol. Und der ist sowas von... Ja, okay, der ist ein bisschen langsam, muss ich sagen. Der ist nicht so schnell. Aber, Alter, wo werden wir raus?
rauskommen am Ende. Nicht, dass wir am Ende wieder zu Hause sind. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder zum Nordpol fahren. Das war übelst anstrengend. Aber ich glaube, okay, der dreht seine Runden hier nur im Kreis. So, let's go. Moin, moin. Und da sind wir wieder am Ende angekommen. Was geht ab? Okay, und wir steigen wieder sofort aus. Aber cool, ey. Wirklich, so eine Lokomotive einfach am Nordpol. Ich würde gerne am Nordpol leben, muss ich sagen. Ich meine, wenn es hier einfach so Lokomotiven gibt, wo man so rumfahren kann. Okay, dann würde ich sagen, Bäume. Noch mehr Bäume. Jo, 4.500 hat der Weg gekostet. Das kostet zu viel. Das können wir uns nicht leisten. Okay, das können wir uns theoretisch leisten. Leisten für 2.000 eine Brücke. Okay, die Brücke, ja, die muss man auch mal ein bisschen besser bauen. Irgendwie, hallo? Ist hier irgendwo eine Elf oder sowas, die mir helfen kann? Jo, 40.000 Münzen haben wir bekommen. Junge, wir sind ja richtig reich hier mittlerweile im Nordpol. Aber die Preise werden natürlich auch immer und immer teurer. Dann würde ich sagen, so, ab geht es hier. Guck mal, der Chef slidet jetzt hier mit seinem Snowboard hier durch. Was geht ab, Moloid? Oh, alles unter Kontrolle, alles gut hier bei mir. So, und jo, warte mal, was macht der denn hier? Nordpol-Tycoon, haha, der sprayt hier an die Wand. Und hier geht es jetzt auf jeden Fall weiter für 5.000. Jo, warte mal, was ist das denn? Eine Windmühle oder irgendwie sowas, glaube ich, die wir uns jetzt hier kaufen können. So, nochmal 5.000, nochmal 5.000 und gleich ist unser ganzes Geld wieder weg. Und das ist jetzt hier so eine kleine Windmühle am Nordpol. Und ey, warte mal, die hat ja gar keinen Eingang. Nur hier, von hier kann man reingehen. Alles klar, ich verstehe schon. Jetzt können wir uns da oben noch was kaufen. So, die ganzen Treppen hier nach oben gehen und da, wir sind wieder runtergefallen. So, zack, let's go. 5.000 Dollar hat das wieder gekostet. Junge, Junge, Junge. Und da haben wir auf jeden Fall hier diese, Windmühle fertig gebaut. Und nein, warte mal, war oben noch ein Plättchen? Nach, ich glaube nicht. Naja, sonst wird den Pfeil dahin zeigen. Und let's go. Wir kaufen uns auf jeden Fall hier einen Weg. Hier, zack, natürlich hier das ganze Gerüst und sowas. Hier auch nochmal für 4.000. Natürlich, einen Schneemann. Jo, guckt euch den an. Ey, ich hab deine Nase. Wir können einfach die Nase vom Schneemann klauen. Und guckt euch das Ganze an, wie weit wir mittlerweile sind hier mit unserem Nordpol-Tycoon. Oh yeah, die Stadt wird auf jeden Fall immer und immer größer und wir haben kein Geld mehr. Aber Freunde, hier können wir uns natürlich katsching 40.000 wieder abholen und weiter geht der Bau hier mit unserem Nordpol-Tycoon. So, und ich würde sagen, wir gehen erstmal über die Brücke hier. Ich glaube, genau, wir können uns hier nach oben auf diesem Schneeberg oder irgendwie sowas, können wir uns auch was kaufen. Ist das ein Haus oder was können wir uns hier kaufen? Ach, was natürlich, Bäume, Freunde. Immer mehr Bäume. Junge, wir haben mittlerweile so viele Bäume. Oh mein Gott, Zuckerstangen. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, ob man die essen kann, aber die sehen auf jeden Fall nice aus, muss ich sagen. So, dann kaufen wir uns hier alles, so Geschenke und sowas. Zack, perfekt. Hier können wir uns so einen Weg kaufen, nach ganz, ganz oben. Und warte mal, können wir uns eine Burg kaufen? Und oh mein Gott, guckt euch das Ganze mal. Einfach eine eigene, wir sind ja durch den Boden gefallen. Einfach eine eigene Burg. Was geht denn da? Darum kümmern wir uns auf jeden Fall gleich. So, erstmal kaufen wir uns hier eine Schneekugel oder sowas. Mit Bäumen natürlich. Wir können hier sogar auf die Schneekugel drauf. Und hier können wir uns sowas kaufen. So am Anfang, Freunde, das habe ich ganz vergessen. Jo, einen Eisbrunnen oder irgendwie sowas. Guckt euch das Ganze mal. Der ist doch eingefroren am Nordpol. Das bringt doch gar nichts. Junge, ich meine, wir waren gerade bis nach hinten. Und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal hier so um den rechten Bereich und so. Ich glaube, hier sind die Sachen noch nicht so teuer. Ich würde sagen, wir müssen natürlich hier alles Schritt nach Schritt machen, um natürlich hier perfekt fertig zu werden mit unserem. Okay, 9.000 kostet das Ganze. Ja, okay, ist vielleicht doch ein bisschen teurer. Und weiter geht es. 100.000 Dollar oder 100.000 Münzen haben wir jetzt auf jeden Fall gespart. Und damit werden wir mal probieren, dieses Schloss fertig zu kriegen. Mal schauen, Freunde, ob wir es schaffen werden. 100.000 Münzen wird das Ganze ausreichen für das ganze Schloss. Ich glaube, wenn ich das schon sehe, weiß ich nicht. Aber wir werden es herausfinden. So, hier sind auf jeden Fall überall Teppich und, richtig viele Weihnachtsbäume. Und, jo, was ist das denn? Ein Rentier einfach. Rudolf oder sowas. Mit der roten Nase. Okay, der hat einen braunen Nase. Ich glaube, das ist nicht Rudolf. Dann würde ich sagen, hier gibt es auf jeden Fall noch was zu kaufen. Perfekt. Hier können wir sowas kaufen. Oh, einen schönen weihnachtsgedeckten Esstisch oder irgendwie sowas. Gibt es hier noch in den Räumen was? Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Ah, hier gibt es auf jeden Fall noch was. Perfekt. Das habe ich gar nicht gesehen. Und hier ist der König. Dann sitze ich hier auf jeden Fall und halte auf jeden Fall eine Rede. Schönen guten Tag. Ja, fangt an zu essen. Let's go. Das ist meine Rede, die ich dann halten werde. Ist natürlich hier alles schön geschmückt. Hier mit Kerzen und sowas. Junge, das ist richtig schön weihnachtlich, muss ich sagen. Stellt mal vor, ihr würdet Weihnachten einfach hier feiern am Nordpol. Wie krass wäre das Ganze, bitte? So, und wir haben, Junge, 50.000 Münzen haben wir einfach jetzt schon ausgegeben für dieses Schloss. Ich glaube, nein. Ich glaube, 100.000 werden insgesamt nicht reißen. Ich meine, das Schloss ist ja noch viel, viel größer. So, wohin müssen wir jetzt? Ich glaube, die Etage haben wir fertig. Oh, wir können sogar hier nach oben oder sowas und sagen nicht, oh mein Gott, hier oben gibt es auch noch hier ganz, ganz viele Räume, die wir uns jetzt kaufen können. Und es gibt sogar noch eine Etage. Holy moly. Guckt euch das Ganze mal. Oh, so sieht jetzt hier das Weihnachtsschloss aus.
Dann hier können wir sowas kaufen und oioioi, das wird wieder ganz schön teuer. Und hier kommen wieder, ich glaube, wieder so Essen und sowas hin, so Weihnachtsessen. Ah, hier sind die Elfen, guckt euch das Ganze mal an. Und jo, die machen hier Lebkuchenmänner. Yeah, was geht denn ab? Oh, die sehen echt mega lecker aus, die Lebkuchenmänner. Und einfach solche Weihnachtskekse und sowas. Und dann kaufen wir jetzt hier noch was. Perfekt. Und wieso regnet es hier rein, ey? Was ist das denn bitte für ein Dach oder sowas? Wow, yo, einfach so eine riesengroße XXL-Torte, Kekse und noch mehr Weihnachtsessen. Ich liebe Weihnachtsessen. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall kein Geld mehr. Hey, ich habe mich verlaufen. Wo komme ich hier raus? Wo komme ich hier raus, ey? Junge, das ist so ein großes Schloss, ey. Ich glaube, ich bin eingesperrt. Und weiter geht es. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder hier genug Geld gesammelt. So, da haben wir uns hier, warte mal, nur ein Plättchen oben gekauft. Und der Rest soll anscheinend hier unten sein, zeigen die Pfeile. Ah, hier, okay, let's go. Hier kaufen wir uns auf jeden Fall jetzt hier im Schloss weiter. Hier ist so die nächste Etage, wo wir auch nach oben und unten gehen können. Und hier kommen natürlich auch Wendeltreppen nach unten und oben. Und zack, natürlich noch mehr Treppen. Jo, wie hoch geht es denn? Okay, hier ist so die letzte Etage. Und hier können wir uns, warte mal, was ist das denn hier? Ah, jo, das Ganze, das Dach holen. Leute, ich bin runtergefallen. Alles gut, alles gut. So, dann gibt es hier, oh mein Gott, hier gibt es auch noch Räume. Das wird ja riesengroß, ey. Holy Macaroni. Und ich dachte, 100.000 Dollar würden vielleicht ausreichen. Und in den einzelnen Räumen gibt es sogar, Alter, noch mehr Räume. Was gibt es hier? Ganz, ganz viele Schneekugeln, so Regal und sowas. Hier können wir uns sowas kaufen. Noch mehr Schneekugeln. Warte mal, gibt es jetzt in jedem Zimmer, können wir uns was kaufen? Anscheinend schon. Okay, okay. Das Ganze wird jetzt auf jeden Fall mega, mega teuer. So, das Zimmer haben wir uns jetzt auf jeden Fall auch freigeschaltet. Ja, das sieht gut aus. Dann kaufen wir uns hier noch das Zimmer hier frei. Ich glaube, ich weiß nicht, wer hier wohnt. Wohnt auch hier die ganzen Elfen oder irgendwie sowas? Das könnte sein. Yo, die haben ja ein richtiges Luxusleben. Guckt euch mal hier das Luxusbett an. Junge, Junge, ich wäre auch gerne eine Elfe. Ich meine, ich kann mir ja so... Oh, hier waren wir schon. Ich kann mir ja einfach zwei Elfenohren aufsetzen. Ey, hier waren wir auch schon. Aber in irgendeinem Zimmer waren wir noch nicht. Ach, naja. Ich kann mir auch einfach zwei Elfenohren aufsetzen und sagen, ich bin eine Elfe. Und vielleicht bin ich dann auch im Team vom Weihnachtsmann, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob das so das Ganze so einfach geht. So, wir gehen auf jeden Fall mal hier nach oben und kaufen mal hier auf dem ganzen Dach. Jo, was ist das denn hier? So noch mehr Weihnachtsdekoration. Junge, wir gehen ja schon unter im Schnee. Meine Beine sind schon unten. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Schloss. Und oh, der Weihnachtsmann ist stecken geblieben im Kamin hier. Dann snacken wir uns das hier noch, natürlich hier die ganzen Türme und sowas. Jo, also, würde ich dir helfen soll, Weihnachtsmann, ne? Sag Bescheid, ey. Und dann haben wir hier auf jeden Fall, oh mein Gott, glaube ich, gleich das ganze Schloss hier fertig gebaut, oder, Freunde? Haben wir das Ganze schon fertig gebaut? Ah, hier ist so eine Platte oder sowas. Dann kaufen wir uns das hier noch. Jo, aber, Freunde, ich glaube, so sollte das Schloss jetzt auf jeden Fall aussehen. Das weihnachtliche Schloss hier vom Weihnachtsmann am Nordpol. Dann geht es hier draußen weiter. Was haben wir? Jo, eine Schneemannsfamilie. Wieso hat der nur ein Auge? Das habe ich noch nie gesehen. Ey, was ist denn mit dem Schneemann los, ey? Und das ist hier die Frau und der Mann, glaube ich. Und dann haben wir, jo, eine Schneemaschine. Ich glaube, damit produzieren wir so ganz, ganz viel Schnee. Und oh mein Gott, was haben wir uns jetzt hier bitte gekauft? Ganz, ganz viele verschiedene Wege, die ultra, ultra viel Geld kosten. So, wir laufen über alle drüber. Schaut euch das Ganze mal an. Und jetzt haben wir hier einen neuen Bereich hier vom Nordpol freigeschaltet. Oh, hier sind so Kisten und sowas. Okay, ich glaube, das wird, was wird das hier? So ein kleines Lager zum Arbeiten oder irgendwie sowas. Und jo, was ist das denn hier? Karotten, Zucker. Stangen und alles wird hergestellt. Jo, warte mal, Rudolf, warte mal, ich kann mich draufsetzen und warte mal, was ist das denn hier? Hey, bleib stehen, nein, nein, der fliegt ohne uns los, oh Gott, ich glaube, wir sollten da drauf sitzen. Der ist einfach losgeflogen. Hey, warte mal, kann ich auf dir sitzen? Hey, du bist nicht Rudolf mit der roten Nase. Er hatte die rote Nase und nein, komm runter. Na toll, ey, der ist jetzt abgehauen. Mist, ey, was sollen wir jetzt tun ohne Rudolf einfach? Und oh, ich glaube, der ist nochmal neu gespawnt. Wir kaufen uns auf jeden Fall hier noch so ein Schneegebiet. Ah, genau, das ist so der Stall für die Rentiere, jetzt verstehe ich. Und die ernähren sich so von Karotten und Zuckerstangen und sowas. Das sind ja hier die Tiere vom Weihnachtsmann natürlich. Hier gibt es ganz, ganz viele XXL natürlich hier. Riesengroße, oh mein Gott, Geschenke. Und was zum Teufel ist das denn? Ein weiteres Gebäude. Ich dachte schon, das Schloss wäre groß, aber guckt euch das Ganze mal bitte an. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, jetzt einiges an Zeit wieder kosten, bis wir hier alles wirklich aufbauen. Ich meine, was ist das für ein riesiger Teppich? Ah, ich glaube, das könnte hier die Spielzeugfabrik werden, oder, Freunde? Boah, ich weiß es, ich habe gar keine Ahnung. Ich meine, hier haben wir so einen XXL-Tannenbaum. Oder das Haus vielleicht vom Weihnachtsmann. Ich glaube, das ist ja riesengroß hier, das Haus. Guckt euch das Ganze mal an. Wenn hier nicht der Weihnachtsmann drin wohnt, dann weiß ich auch nicht. Oder halt, wie gesagt, diese Spielzeugfabrik. So, 24.000 Münzen haben wir. Ja, unser ganzes Geld ist gleich wieder weg. Und jo, hier ist so ein riesengroßes Podest oder sowas. Und oh mein Gott. Oh, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und ich glaube, ja, das wird, glaube ich, die Spielzeugfabrik hier. Hier ist auch so eine Elfe und so. Jetzt aber, Freunde, ha, guckt euch das Ganze mal. Können wir jetzt einfach mit Rudolf dem Rentier hier einfach rumfliegen. Und so sieht bis jetzt hier unsere Nordpolstadt aus. Also, ich
Ich glaube, über die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Das sieht wirklich schon mal mega, mega aus. Und Rudolf, wie kommen wir jetzt hier runter? Jo, Sturzlandung einfach. Und da haben wir mittlerweile wieder 200.000 Münzen fast gesammelt. Und dann kaufen wir uns auf jeden Fall hier draußen noch was ein und gehen natürlich wieder hier in diese riesengroße Spielzeugfabrik. Junge, hier können wir uns auch noch alles was kaufen. Aber erstmal kümmern wir uns auf jeden Fall jetzt hier um dieses riesengroße Gebäude. Holy Macaroni. Da passen ja tausende Leute rein. Ich meine, guck mal, wie klein wir sind und wie riesengroß allein die Tür ist. Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal alles, was es hier unten gibt. So, zack, hier riesengroße Lego-Steine und sowas. Genau, das sind einfach nur Spielzeuge. Und das wird, glaube ich, hier die XXL riesengroße Spielzeugfabrik vom Weihnachtsmann sein. Das ist hier ein Paradies. Schreib mal gerne in die Kommentare, Freunde. Was für ein Spielzeug würdest du gerne haben, wenn du dir wirklich alles aussuchen könntest, was es hier gibt? Ich meine, die können ja wirklich alles hier zaubern und sowas, die ganzen Elfen und sowas. Also ich wäre, glaube ich, absolut überfordert. Ich wüsste gar nicht, was ich mir holen sollte, wenn ich so viel Auswahl hier habe. Sondern würde ich sagen, kaufe ich mir das natürlich ein. Dann hier hole ich mir auch noch was. Was ist das hier? Oh, warte mal, ist das so ein Auto oder irgendwie sowas? Ey, warte mal. Guck mal, wir können hier so drauflaufen und sowas. Okay, und oh, so ein Cube oder sowas. So ein Rubik's Cube, ey. Den habe ich nie geschafft zu lösen. Das war immer übelst schwer. Ich glaube, haben wir jetzt unten... Ah, nee, unten haben wir noch nichts gekauft. Da hinten fehlt doch was. Ein Plättchen haben wir noch vergessen. Oh mein Gott, ey, das ist wirklich zu krass. Dann kaufen wir uns das auf jeden Fall noch ein. Und ich glaube, dann, genau, gehen wir jetzt auf jeden Fall hier ab in die zweite Etage und mal schauen, was wir uns jetzt hier alles kaufen können. Noch mehr Spielzeuge? Ja, natürlich. Warte mal. Einfach Knöpfe oder sowas, die wir kaufen können. Hier ist natürlich hier so die Werkstatt und sowas, wo die Elfen an neuen Spielzeugen und sowas arbeiten. Jo, was ist das für ein XXL-Teddy? Was soll man mit so großen Spielzeugen überhaupt machen? Also ich weiß nicht, entweder die Spielzeuge sind groß oder wir sind zu klein und oh mein Gott, okay. Ich glaube, die Spielzeuge sind groß. Was geht denn bitte da ab mit diesem riesengroßen Teddybären und so viele Geschenke? Okay, da drüben gibt es auf jeden Fall noch was zu entdecken. Und mal schauen, ob wir danach fertig sind. Also wenn wir jetzt hier das doch auf der Seite kaufen, müssten wir eigentlich, yo, fertig sein. Hier sind ganz, ganz viele Spielzeuge noch und sowas drin. So, ich würde sagen, wir gehen, hier nach unten. Hier hat sich noch was freigeschaltet, 9000 Dollar. Oh, oh, nochmal 9000. Okay, jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Mist, fast haben wir es geschafft, hier alles zu kaufen. Junge, Junge. Jetzt geht es ab. 1,6 Millionen Münzen haben wir mittlerweile gespart. Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall den ganzen Nordpol probieren zu kaufen. Ob wir das Ganze schaffen werden, werden wir schon herausfinden. Ich würde sagen, wir kaufen uns erstmal alles, was uns hier in dieser Spielzeugfabrik fehlt. So, oh mein Gott, hier werden so die ganzen Spielzeuge und Geschenke und sowas hier transportiert. Ihr seht es genau, hier ist so das ganze Lager und sowas. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was wir kaufen können? Ah ja, direkt hier hinter. Das habe ich fast übersehen. Zack, natürlich, was darf nicht fehlen? Noch mehr Geschenke. Und dann sind wir aber hier mit der riesengroßen Spielzeugfabrik fertig. Let's go. Junge, Junge, das war auf jeden Fall mega, mega teuer. Und wir cruisen jetzt hier sofort mit unserem Snowboard. Alter, wohin müssen wir überhaupt? Hier so zum Anfang, weil hier haben wir auch noch nicht so viel gebaut. Hier, das war das genau für 9000. Hier wird es jetzt auf jeden Fall richtig, richtig teuer. Ich glaube, dafür brauchen wir auf jeden Fall die 1 Million Münzen. Let's go. Wir bauen jetzt hier die Wege weiter. Aber ihr seht es, Freunde, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Wir sind mittlerweile schon relativ am Ende. 10.000 Dollar. Holy Macaroni. Wie kostet das Ganze denn? Jo, warte mal, können wir hier Schlittschuh fahren? Wir schnecken uns die, wir snacken uns die Schlittschuhe. Let's go. Oh Gott, ist das rutschig auf dem Eis. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, jetzt bloß, Alter, wenn das Eis einstürzt, das wäre ganz und gar nicht gut. Jetzt müssen wir echt gut aufpassen. Und es fängt sogar noch an zu schneien. Was geht denn da? Oh Gott, vorsichtig. Und der Eiswasserfall ist auch hier fertig gebaut. Junge, das sieht richtig schön aus, muss ich sagen. Und yo, so eine Pinguin-Gang. Yo, Pinguin-Gang, was geht ab? Und ihr wollt, dass ich gehe? Alles klar, ich lasse euch ja schon alleine. Ist in Ordnung. Einfach so eine Pinguin-Gang hier. Okidoki, der Weg geht aber hier weiter. So, mit 11.000 Münzen kaufen wir uns hier weiter. Und natürlich, Freunde, noch... Ah, nicht noch mehr Bäume. Ich dachte, das wären jetzt hier wieder Bäume und sowas. Aber anscheinend sieht das Ganze nicht so aus, sondern das sind solche Schneekugeln und sowas, solche Tannenbaumkugeln. Also wir laufen hier über die ganzen Wege, rennen einfach hier weiter. Okay, hier können wir schon mal das nächste bauen. Für 11.000 und hier für 12.000 kaufen wir uns, jo, ein Riesenrad einfach. Ein Riesenrad darf natürlich auch nicht fehlen am Nordpol. Sondern würde ich sagen, wir steigen wieder hier auf unser Skateboard drauf und zack, hier haben wir noch was vergessen. Ach, der Pinguin auf dem Schlitten natürlich. Der darf natürlich auch nicht fehlen. So, jetzt geht es auf jeden Fall jetzt hier weiter. Junge. Ich bin mal gespannt, wie lange wir auf jeden Fall brauchen. Was? Was ist das hier? 20.000? 21.000?
Holy Macaroni. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal später an. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Bereich oder sowas, den man hier im Nordpol noch kaufen kann oder sowas. Aber erstmal bauen wir hier alles hier so in der Mitte und sowas. So, wir steigen wieder auf unser Snowboard. Und dann cruisen wir auf jeden Fall hier rum. Let's go. Genau, hier ist wieder unsere Spielzeugfabrik. Und hier in der Mitte müssen wir auf jeden Fall noch was bauen. Freunde, wir schauen mal. Okay, das nächste ist echt da links, okay? Wenn wir uns in der Mitte nichts kaufen oder wie hier, der Bereich bleibt komplett frei. Und ich komme nicht durch die Bäume durch. Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach zu Fuß, so zack, springen hier über den Tannenbaum. Und Alter, jetzt wird es, glaube ich, teuer. Junge, 21.000 Münzen kosten so ein Plättchen. Und was ist das denn hier für ein Bereich beim Nordpol? Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, auf jeden Fall wird das hier wieder so ein Haus oder irgendwie sowas. Ich verstehe schon. Aha, mit so Betten und so. Ich glaube, hier wohnen dann wahrscheinlich, yo, die Elfen. Hier so ein Kamin. Junge, die Elfen haben doch, ja, obwohl es sind schon viele Elfen, ne? Ich glaube, dafür brauchen wir auch ganz, ganz viele Häuser. Junge, das ist natürlich auch ein schönes Haus. Sieht alles so schön aus, alter Schwede. So, dann hier. Oh, okay, das nächste Haus, glaube ich, wird das Ganze. Vielleicht mal irgendein Haus für mich oder für den Weihnachtsmann. Denkt ihr, Freunde, wir treffen den Weihnachtsmann. Ah, obwohl, wir haben den ja getroffen, ne? Der hat hier am Kamin festgesteckt oder irgendwie sowas. So, dann bauen wir uns hier weiter. Und wieso sind eigentlich die Steine so bunt, so gelb und sowas? So, was haben wir hier drin? So Bücherregal, okay, so einen kleinen Tisch und sowas am Start. Let's go, let's go. Und dann können wir hier nach oben gehen. Ah, hier oben können wir uns auf jeden Fall die nächsten Sachen kaufen. So, für wieder für 20.000 Münzen, zack. Dann kaufen wir uns hier auf jeden Fall auch noch hier das ganze Haus fertig. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und natürlich in dem Haus. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, das war schon. Ah, das ist, glaube ich, so die Abstellkammer oder irgendwie sowas. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir kaufen uns mal hier weiter 30.000 Münzen. Okay, okay. Jetzt wird es langsam. Ja, was heißt langsam? Es war schon vorher teuer. Und hier haben wir sogar, wow, noch ein krasses Lebkuchenhaus. Guckt euch das Ganze mal. Klopf, klopf. Hallo? Kann ich hier reingehen? Anscheinend nicht. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir uns mal hier weiter. Und was ist das denn hier? Ich glaube, hier hört das Ganze schon auf. So, hier genau, kaufen wir uns noch ein... Oh mein Gott, das ist aber ein großes Haus, oder? Ich glaube, das wird wieder so ein größeres Haus oder sowas. Schaut euch das Ganze mal. Oh, das sieht krass aus. Können wir jetzt doch hier reingehen? Let's go. Auch hier können wir reingehen. Können wir hier noch irgendwas kaufen? Ich meine, das sieht relativ leer aus oder irgendwie sowas. Ah, hier unten, genau. Hier unten können wir uns... Ah, einen Kamin kaufen. Hier so Tannenbaum. Sind das Keks oder sowas? Und ah, hier wird alles hergestellt. Guck mal, hier ist so ein Lebkuchen, Mann. Und warte mal, der Lebkuchenmann macht einen Lebkuchenmann in den Ofen. Du erledigst gerade deine eigenen Leute, Kollege. Was ist denn mit dem los, ey? Junge, der frisst einfach seine eigenen Leute. Junge, das kann ja wohl nicht sein. Ein Lebkuchenmann, der hier Lebkuchen frisst. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns auf jeden Fall hier beim Sofa hier durch. Zack, hier nochmal 35.000. Hier nochmal 35.000. Und ich glaube, dann sind wir auch mit dem Haus auch fertig. Was ist hier vorne? Okay, hier so der Eingang. Noch mehr Lebkuchen. Die machen hier Marshmallow hier. Okay, okay. Natürlich, oh, Alter, Junge, wie viele Süß. Was ist denn? Lollipops, Marshmallows, Lebkuchenmänner. Eieiei. Man kriegt ja einen richtigen Zuckerschock hier am Nordpol. Dann gibt es hier noch was, was wir uns kaufen können für 38.000, für 39.000. Yo, ein weiteres Gebäude. Hier und hier kann man so ein bisschen chillen und sowas. Und Freunde, unsere Münzen sind wieder alle. Wir hatten fast 2 Millionen Münzen. Und trotzdem, Freunde, ist irgendwie alles von uns mittlerweile weg. Junge, Junge, ich würde sagen, warte mal, wir können es eigentlich mal resetten. So, und dann gucken wir uns mal unseren Nordpol so an, wie der bis jetzt so aussieht. Da bin ich mal gespannt. Ohne holen uns natürlich wieder eine halbe Million Münzen ab. Guckt euch das Ganze, Mann, wie riesengroß unser Nordpol ist. Und da drüben, warte mal, das ist noch ein Plättchen. Jo, Elfen, hier müsst ihr auch mal was sagen, wenn ich was vergessen habe. Junge, Junge, hier für 7.000. Das sind ja noch hier günstige Preise. Ein Iglo ist hier. Okay, das haben wir vergessen. Ey, warte mal, können wir nicht durch? Okay, okay. Ich dachte, wir können da nicht durch. Zack, jetzt kaufen wir uns hier. Oh, ist das kalt hier drin. Und hier ist so ein cooler Pinguin. Und warte mal, ist das über Feuer oder was ist das? Junge, Junge, der heizt sich hier im Iglo mit so Feuer. Warm, okay. Okay, ob das was bringt, weiß ich nicht. So, da haben wir das Iglo jetzt auf jeden Fall gekauft. Hier ist noch so ein Plättchen. Schaut euch das Ganze mal an. Für 7.000 wieder hier so ein weiteres Iglo. Hier ist nochmal... Oh mein Gott, warte mal, was ist das denn hier? Eine Rutsche oder sowas? Warte mal, wir kaufen uns erstmal hier so die Plättchen, genau. Hier haben wir noch so Eisplättchen. Ich glaube, in die Iglos können wir nicht reingehen. Und warte mal, ist das jetzt wirklich das, was ich denke? Eine Eisrutsche. Ich würde sagen, warte mal, wir steigen auf unser Snowboard auf. Und let's go, ab geht es nach oben. Yo, 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 warte mal, wir können nach oben. Und wir sind oben angekommen. Und warte mal, ich glaube, das wird eine Schlittenappenfahrt. Und oh, oh, Leute, ich glaube, let's go. Oh, oh mein Gott, fast geht da ab. Alter, ich glaube, ja, so sicher ist das Ganze nicht. Junge, der Schlitten ist einfach komplett weggeflogen, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht es aber. Mal schauen. Ich glaube, hier haben wir genau so ein paar Plättchen immer so vergessen. Hier ist zum Beispiel was. Ah, ich glaube, hier geht auch der Weg weiter zu der Mitte. Guckt euch das Ganze mal an. Let's
let's go. Hier ist noch so ein Weg und hier bauen wir jetzt auf jeden Fall hier die ganzen Gebäude, die hier noch natürlich auch in der Mitte fehlen. Hier im Nordpol-Tycoon. Was geht denn da ab? Hier, was ist das hier, Freunde? Wir schauen uns das Ganze mal an. Noch mehr Eiskristalle. Oh ja, jetzt sieht das Ganze auf jeden Fall krass aus. Jo, was ist das denn hier? Ein Teddybär. Ein Weihnachts-Teddybär. Und jo, hier sind so Tassen. Warte mal, können wir uns da reinsetzen? Jo, wir sitzen jetzt drin und was? Das fährt sogar. Wie cool ist das denn? Und wie fährt vom Teddybär da angefeuert? Oh yeah, aber das ist mir ein bisschen zu langsam hier, muss ich sagen. Es kann schon mal ein bisschen schneller sein, aber das ist auch richtig krass, ey. Okay, okay, da geht der Weg hier weiter. Ihr seht es. Junge, Junge, das sind echt hier teure Preise. Mal schauen, wie weit wir sind. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Eigentlich sind wir schon fast fertig mittlerweile. Wir kommen hier nur noch Wege. So, in der Mitte fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen. Oh, wird das wieder ein Haus? Oh, ich glaube, okay, das wird doch kein Haus. Zack, da kaufen wir uns das. Jo, was ist das denn hier? Hier kann man so ein bisschen chillen. Was ist das hier? So Kuh, nee, Kakao und sowas oder so Tee. Einfach so ein bisschen trinken. Aber es ist ein bisschen kalt draußen, oder? Dann würde ich lieber nach drin gehen, muss ich sagen. So, hier gibt es noch was wir uns kaufen können. Genau, hier so die ganzen Steinwege und die ganzen Steinplättchen. Dann kaufen wir uns hier noch was. Let's go. Und danach sind eigentlich gleich schon wieder alle unsere Münzen alle. Hier natürlich noch ein paar Geschenke. So 34.000 Münzen haben wir. Warte mal, müssen wir da oben noch was kaufen? Oder wie zeigen die Pfeile in die Richtung? Wir kaufen uns erstmal hier unten alles. Hier ist so ein kleiner Holzweg. Hier nochmal für 5.000. Jo, okay, das wird, glaube ich, das nächste Haus. Aber, wir haben kein Geld. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder auf unser Snowboard wieder draufsteigen. Und uns jetzt hier im Schneesturm, hier ein bisschen Geld holen. Jo, warte mal, das habe ich gar nicht gesehen. Schaut euch das mal an. Da ist einfach so ein Engel oder irgendwie sowas. Okay, okay. Ich glaube, es gibt so, so viele Dinge, die ich bis jetzt hier noch nicht entdeckt habe. Ich glaube, da können wir schon eine ganze Rundfahrt irgendwann machen. Hier im Nordpol. So, dann kaufen wir uns das Ganze hier. So ein Teppich und sowas. Junge, wir haben nur einen Teppich und sowas gekauft. Ein bisschen Möbel. Und schon sind so viele Münzen weg. So, was haben wir denn hier? Wir haben, eine leckere Theke. Hier gibt es so Zitronenmuffins, so Cupcakes auf jeden Fall. So Kirschenmuffin, Cookies. Natürlich ganz, ganz viele Süßigkeiten. Ich meine, wir haben ja nicht genug davon. Und noch mehr Süßigkeiten und noch mehr Kakao und noch mehr Tee oder was auch immer. Ist es auf jeden Fall im Nordpol gibt. So, dann kaufen wir uns hier vorne genau so das Haus fertig. Let's go. Und warte mal, tatsächlich, wir haben hier oben wirklich was vergessen hier. Ja, stimmt, das Windrad hier einfach, dass ich das drehen kann. Ich dachte schon, die Pfeile haben die ganze Zeit so nach oben gezeigt. Mann, ey, wie konnte ich das Windrad vergessen? So sieht das Ganze doch schon mal viel, viel schöner aus, muss ich sagen. So, dann würde ich sagen, 75.000 Münzen haben wir wieder am Start. Und damit schauen wir uns mal, was wir uns damit alles leisten können. Boom, für 20.000 kaufen wir uns hier schon die Gehwege und hier weitere Dinge. Und Glocken sind auf jeden Fall auch oben am Start. Junge, wie krass das mittlerweile aussieht hier. Der ganze Nordpol, das alles haben wir einfach gebaut. Und wir haben mit einem kleinen Elfenhaus angefangen. Und jetzt sieht das mittlerweile schon so aus. Ich meine, das ist ja mega, mega heftig. So, dann machen wir hier so, jo, alles gut. Warte mal, können wir es hier draufsetzen? Let's go. Wir können jetzt hier, boing, boing, hier mit dem Schlitten auf jeden Fall hier ein bisschen fahren. Ich glaube, das wird hier, das wird, glaube ich, so ein Kinderparadies. So ein kleiner Park oder irgendwie sowas. Genau, hier gibt es ja so ein Karussell und so. Hier gibt es so einen kleinen, verrückten Schlitten, der irgendwie ein bisschen komisch ist. Und was gibt es hier? Okay, hier gibt es so die Gehwege und sowas. Aber ich glaube, es gibt dann hier bestimmt so ein paar mehr Attraktionen. Wir haben hier noch so einen kleinen Stand. Und was wir auch haben, ist keine Münzen. Dann snacken wir uns hier natürlich den ganzen Gehweg ein. Bam, dann haben wir noch so... Oh, warte mal, was ist das hier? Jo, kann man hier so Fotos machen oder irgendwie sowas? Warte mal, schaut euch das ganz mal an. Cheese, einmal lächeln. Warte mal, ich habe in die falsche Richtung, glaube ich, geguckt. Hey, wie komme ich hier raus? Ja, jetzt haben wir ein Foto von meinem Po gemacht. Na toll. Ach, naja, ist auch nicht so wichtig. So, wir kaufen uns hier mehr Geschenke. Genau, wir waren hier stehen geblieben. Dann würde ich sagen, wir haben hier keine Münzen. So, jetzt aber endlich, genau. Kaufen wir uns hier die ganzen, jo, Bänke, ein Lager vor. Ich bin voll da reingefallen. Hey, warte mal, wohin zeigt der Pfeil? Warte mal, nach oben? Wir können uns oben was kaufen? Warte mal, wir kaufen uns erstmal hier unten das für 20.000. Jo, was ist das denn? Warte mal, erstmal kaufen wir uns das. Okay, und oh mein Gott, das hier ist der riesengroße Tannenbaum. Das ist die Mitte vom Nordpol. Wie riesig ist der Weihnachtsbaum denn? Holy Macaroni. Aber wir müssen jetzt irgendwie nach oben kommen. Wir müssen jetzt diesen Jump'n'Run da machen mit den Geschenken. Davor würde ich sagen, snacken wir uns aber noch. Oh, warte mal, was ist hier? Genau, für 21.000 haben wir nicht genug. Davor müssen wir uns aber erstmal so ein paar Münzen wieder snacken, damit wir oben da alles kaufen können. Was gibt's denn oben auf den Geschenken drauf? Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So, für 90.000, wir haben wieder 100.000 Münzen auf jeden Fall am Start. Dann snacken wir uns hier noch was. Warte mal, was haben wir uns jetzt geholt? Dann hier natürlich noch hier ganz, ganz viele Geschenke um den Weihnachtsbaum herum. Und okay, jetzt probiere ich mal nach oben zu klettern. Ich muss diesen Parcours machen. Okay, wir haben 60.000 Münzen. Ich weiß nicht, ob das Ganze ausreichen wird. Ich weiß auch gar nicht, was es da oben zu kaufen gibt. So, hep, hep. Wir springen jetzt hier auf den Geschenken. Zack, ab nach oben. Und hier gibt es irgendwas. Und warte mal, was ist das so? Der Schlitten!
Stimmt, Freunde, der Schlitten, und da ist der, Freunde, der Weihnachtsmann. Ich hab's euch doch gesagt, wir haben bis jetzt noch gar nicht den Weihnachtsmann geholt und wir können jetzt auf den Rentieren, die ja so drauf gehen. Achtung, Entschuldigung, ich muss hier durch. Und hier ist sogar Rudolf einfach mit der roten Nase und das ist jetzt einfach hier der Weihnachtsmann am Nordpol. Wie krass ist das denn? Dort oben fliegt er auf jeden Fall mit seinen Rentieren. Was gibt es aber noch hier alles zu entdecken? Okay, ich glaube hier, haben wir so Beleuchtung, weihnachtliche Beleuchtung. Und ansonsten, Freunde, sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit. Warte mal, was gibt es hier noch alles zu kaufen? Hey, ich komme hier doch nicht durch. Was ist das denn? Wie soll man denn auf die andere Seite? Hier gibt es, eine Höhle oder sowas. Genau, jetzt sind wir hier angekommen, genau bei der richtig teuren Stadt, wo es auf jeden Fall richtig teuer ist. Und ich glaube, wir im Nordpol haben jetzt wirklich alles zu Ende gebaut. Und jetzt fehlt uns nur noch dieser eine Bereich hier. So, dann würde ich sagen, für 40.000 haben wir jetzt geholt. Wieder für 40.000 hier so Blumen. Und jetzt haben wir schon, warte mal, wieder nicht genug Münzen. So, jetzt sollten wir aber hoffentlich genug sein. Mal schauen, ob das Ganze ausreichen wird. Wir sind jetzt hier wieder am Start. Genau hier waren wir stehen geblieben. Mal schauen, Freunde, ob wir das Ganze jetzt schaffen, wenn endlich den Nordpol-Tycoon zu Ende zu bauen. So, wir kaufen uns hier auf jeden Fall alles. Mal schauen, was hier gibt. Natürlich XXL Lollipops am Start. Dann gibt es hier noch so, zwei kleine Mini-Häuser oder irgendwie sowas. Hier würde ich gerne wohnen. Ja, das ist eigentlich, ja, obwohl, okay, ich würde doch hier nicht wohnen. Ich will lieber in dem großen Haus wohnen. Und, jo, hier gibt es sogar so Lebkuchen, Mann. Junge, das ist einfach der Security-Mann, Alter. Hier würde ich, obwohl, ich würde eigentlich schon gerne hier wohnen. Ich meine, wenn der mich beschützt, ist einfach so ein Lebkuchenmann, dann hätte ich gar keine Angst mehr, muss ich sagen. So, da kaufen wir uns hier noch so ein paar Lichter und so ein paar Laternen. Let's go. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Warte mal, haben wir alles gekauft? Aha, anscheinend beim Lebkuchenmann. Bestimmt in den Häusern drin, genau. Noch so ein bisschen Einrichtung, genau. Was schöne weihnachtliche Einrichtung. Kaufen wir uns hier noch so ein bisschen Einrichtung. Let's go. Hier vorne darf natürlich auch was nicht fehlen. Und dann sind wir tatsächlich fertig, Freunde. Was geht denn da ab? Und ich glaube, noch eine Kleinigkeit haben wir irgendwo anders vergessen oder sowas. Da müssen wir, mit unserem Snowboard, sofort mal hinfahren. Hier unten noch im Schloss haben wir noch eine Kleinigkeit vergessen. Oh Gott, wie konnte mir das denn passieren? Dann kaufen wir uns nochmal hier alles im Schloss auf jeden Fall fertig. Und oh mein Gott, ich kann es kaum abwarten. Los. Ich folge schon dem Fall. Nur 3000 Münzen, das ist ja nix, ey. Wir haben hier so, so ein paar Lebkuchenmänner und sowas am Start. Sogar bunte Lebkuchenmänner. Die würde ich auch mal gerne probieren. Dann kaufen wir uns hier noch natürlich alles, das ganze Mehl und sowas. Alles, was man natürlich zum Zubereiten braucht hier. Für die ganzen Lebkuchenmänner. Dann laufen wir noch hier drüber. Noch mehr Zuckerstangen. Was ist das hier? Noch eine riesengroße Kakaotasse. Jo, was ist das denn? Was geht denn hier ab? Hier ist so Grünzeug. Hier sind überall Lebkuchenmänner. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet, muss ich sagen, von euch. Jo, und warte mal, was ist das hier? Ist das so... Ist das so ein Instrument oder irgendwie sowas? Oder, eine Rutsche. Warte mal, können wir die sogar austesten? Hier haben wir sogar so eine Schaukel und sowas. Eine Schaukel aus Donuts. Was ist das denn bitte? Hier, jo, wir können sogar chillen. Moin, ich chill auf der Schaukel von einem Donut. Wer kann das schon von sich behaupten? Da kaufen wir uns auf jeden Fall hier noch was. Das ist eine Wippe. So, let's go. Aber, dafür braucht man Freunde und, ich habe keine Freunde. Okay, da gibt es hier die Rutsche. Warte mal, wir können einfach hier hochgehen. Wir können die ganze Rutsche einfach hier so nach oben gehen. Und jetzt einfach, let's go. Einfach, voll mein Gesicht ist im Schnee gelandet. Einfach hier runterrutschen. So, dann kaufen wir uns hier noch was ein. Zack, zack, let's go. Komm schon. Und wir können sogar hier nach oben gehen. Warte mal, was gibt's hier oben? Für 50.000 können wir uns auch noch was kaufen. Und jo, einfach so ein Wald aus Lebkuchenmänner und sowas. Oder aus Lebkuchenbäumen. Dann kaufen wir uns hier noch was. Zack, zack. Dann hier noch so ein paar Pflanzen und ein paar Bäume. Was ist das denn hier? Die sieht aus wie so smart oder irgendwie sowas. Dann haben wir hier noch auf jeden Fall was am Start. Junge, das ist einfach hier riesengroß. Und ich glaube, warte mal, kommt hier noch ein Haus hin? Und jo, hier kommt, ich glaube, das ist das allerletzte, Freunde. Das finale Haus, was wir jetzt auf jeden Fall hier im Nordpol Tycoon hier bauen werden. Dann schalten wir natürlich auch hier alles frei, so die ganzen Fenster. Aber was wird das für ein Haus sein? Hier frage ich mich. Wohnt dann hier so der Weihnachtsmann? Oder wohnen hier so die Bosse einfach vom Nordpol, wisst ihr? So, hier sind so die ganzen Bücherregale, alles klar. Also es wird anscheinend hier schon gearbeitet. Ich verstehe das Ganze noch nicht bis jetzt. Also hier haben wir so, ein Esstisch. Oh mein Gott, warte mal, wer wird da sitzen? Und die Elfen, warte mal, hier sitzen wieder Elfen. Oh mein Gott, macht der mir Angst. Einfach so ein Lebkuchen, Mann. Der steht nur daneben und guckt die ganze Zeit zu. So, warte mal, hier draußen gibt es jetzt noch was, was wir kaufen können. Okay, jetzt haben wir das Dach jetzt auf jeden Fall hier fertig gemacht. Hier ist noch was. So, let's go. Jetzt sind natürlich hier so die ganzen Wände und sowas. Hier können wir uns natürlich hier noch was kaufen. Hier so Zuckerstangen und sowas. Jo, wie viel können wir uns denn noch kaufen? Warte mal, haben wir irgendwas vergessen? Und warte mal, Freunde, wir haben es geschafft.
Unser Tycoon ist jetzt fertig. Der Nordpol-Tycoon ist jetzt tatsächlich fertig. Oh mein Gott, Junge. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen heftigen, langen und krassen Tycoon gehabt. Ich meine, sonst habe ich immer irgendeine Fabrik gebaut, irgendeine Stadt. Und jetzt, Freunde, haben wir einfach den ganzen Nordpol gebaut. Junge, Junge, hat das lange gedauert. Aber ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, jetzt brauche ich nur noch einen Freund zum Wippen. Aber dafür habe ich hier diese Lebkuchenmänner. Das war auf jeden Fall jede Menge Arbeit. Aber Freunde, ich habe es euch gesagt, wenn wir was anfangen, dann werden wir es auch bis ganz Ende durchziehen. Und wir haben es jetzt wirklich durchgezogen. Wir haben jetzt hier den ganzen Nordpol vom Weihnachtsbaum einfach nachgebaut. Let's go. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.